Schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Lienhardt. Darf mir kurz vorstellen, bin praktischer Arzt in Voitsberg und als Notarzt in Deutschlandsberg tätig. Mein Thema des heutigen Abends ist die Patientenübergabe zwischen Hausarzt und Notarzt, weil ich in beiden Bereichen tätig bin. Grundsätzlich, was kann man dazu sagen, wann treffen sich Hausarzt und Notarzt überhaupt? Und zwar, der Bezirk Deutschlandsberg ist ein relativ großer Bezirk, deswegen ist es relativ häufig so, dass die Anfahrtszeiten recht lang sind von unserem NEF und deswegen kommt es auch oft so dazu, dass der Hausarzt zu einem Notfall gerufen wird. Des Weiteren kann auch ab und zu sein, dass Notarztmittel nicht verfügbar ist. Sei es, dass jetzt der NEF primär oder sekundär nach Graz oder irgendwo anders hin unterwegs ist oder bei einem Einsatz ist. Oder dass zum Beispiel der C12 nicht starten kann, weil zum Beispiel gerade Nebelzeit ist. Häufig kommt es auch dazu, dass Unfälle mit mehreren Verletzten sind. Und dann wird auch häufig der Hausarzt hinbeordert, um zum Beispiel leichter Verletzte zu versorgen. Oder zum Beispiel auch als in der Tätigkeit des Distriktsarztes oder Gemeindearzt in Zukunft halt zur Zwangseinweisung oder Todesfeststellung. Die Kontaktpunkte der Orte, wo sich Hausarzt und Notarzt häufiger treffen, aus meiner Erfahrung ist mal primär auch häufig die ärztliche Praxis, in der ärztlichen Praxis angefordert durch den Hausarzt. Das ist in vielen Fällen ein internistisches Problem, manchmal akutes Koronarsyndrom zum Beispiel oder ja, neurologische Probleme, wo dann der Notarzt in die ärztliche Praxis kommt. Oder zum Beispiel beim Patienten zu Hause, wenn der Hausarzt durch die Landesleitstelle angefordert wird oder der Hausarzt den Notarzt direkt anfordert. Des Weiteren im öffentlichen Raum kann es auch sein, im Rahmen von Unfällen oder Notfällen in Gebäuden, zum Beispiel Supermärkten, Altersheimen zum Beispiel. Wie sollte eine Patientenübergabe zwischen dem Hausarzt und Notarzt stattfinden? Also prinzipiell ist es mal gut, wenn ein bisschen Struktur drinnen ist, also dass man mal gliedert oder man fängt mal an, was ist passiert, zum Beispiel Verkehrsunfall oder Sturzgeschehen oder medizinisches Problem, wie habe ich den Patienten vorgefunden, ist er stabil, instabil, dafür brauche ich mal einige klinische Parameter, mal den Blutdruck, zum Beispiel Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, eventuell Blutzucker, welche Medikamente wurden bereits verabreicht, bestehen irgendwelche Allergien, bestehen Vorerkrankungen beim Patienten und die Patientendaten zum Schluss noch. Wenn ich als Notarzt an einen Einsatzort komme oder hinfahre und ich weiß, der Hausarzt ist bereits vor Ort, dann erwartet man sich auch schon bestimmte Dinge und setzt die voraus. Zum einen einmal die Anamnese sollte bereits erhoben sein, zum aktuellen Geschehen, eventuell Vorerkrankungen, die bestehen, Medikamente, die der Patient einnimmt oder Allergien, die vorhanden sind. Wenn nötig, ist es immer gut, wenn bereits ein IV-Zugang gelegt wurde, also optimalerweise Venflon. Blutdruck und Herzfrequenz ist auch sehr gut, wenn das bereits bestimmt wurde. Und sehr häufig auch der Blutzucker, das wird sehr oft vergessen, ist auch oft ein Grund, warum ein Notarzt nachgefordert oder angefordert wird bei Bewusstlosigkeit oder zerebralen Krampfanfällen. Und da ist es oft wirklich besonders gut, wenn man den Blutzucker nicht vergisst. Welche Voraussetzungen für eine gute Patientenübergabe gibt es? Die Übergabe sollte in möglichst ruhigem Umfeld passieren und währenddessen sollten auch keinerlei Handlungen am Patienten stattfinden. Es spricht immer nur eine Person, kein Durcheinandersprechen, sonst kommt nur Kauderwelsch raus und die Übergabe sollte nach möglichst einem standardisierten Schema durchgeführt werden. Derlei Schemata gibt es viele. Im LKH Deutschlandsberg zum Beispiel hat sich das SAFE-Schema durchgesetzt und zwar ist es eine Kommunikationstechnik nach Bartejski. Und zwar SAFE setzt sich aus den Worten Situation zusammen, Anamnese, Fakten und Entscheidung. Und zwar die Situation
sagt man mal, also dann berichtet man mal, was überhaupt los ist. Man stellt sich vor, man stellt den Patienten vor, man beschreibt einmal das Anliegen oder das Problem des Patienten. Dann zweiter Punkt, die Anamnese. Das ist das, was passiert ist, was los war. Das heißt, gibt Hintergrundinformationen über den Patienten, den Grund oder was passiert ist überhaupt. Die Fakten, was ist bereits bekannt, also was hat man bereits erheben können vom Patienten, gibt den Zustand des Patienten nach dem ABCDE-Schema und erklärt aktuelle Befunde und aktuell, was bereits an Medikation erfolgt ist. Dann E für Entscheidung, was soll in weiterer Folge geschehen. Also die nächsten geplanten Schritte werden da erörtert, die nächsten Untersuchungen, Medikation, die geplant ist, und man macht sein Anliegen dann klar. Das ist auch etwas, was sich in Deutsch-Landsberg etabliert hat, und zwar die Patientenvorankündigung ist auch ein wichtiger Teil. Und zwar, wenn ich als Notarzt einen Patienten im LKH Deutsch-Landsberg ankündige, dann rufe ich einmal zuerst die Ambulanzschwester an und die Ambulanzschwester zückt dann sofort dieses Formular und kann dann erstens einmal eintragen, wer angerufen hat, dann wer sie ist, das dokumentiert sie auch, wie viele Patienten oder wie viele Menschen ich dann bringe, die Namen der Personen, die Diagnosen, die sie haben, welche Abteilung dann anvisiert wird, Chirurgie, medizinische Abteilung, Anästhesie, Gynäkologie, ob ein Hauptdienst erwünscht oder nicht benötigt wird, ein Schockraummanagement, ob das benötigt wird, die Vorankündigung oder Versorgung im Schockraum, welche Vorbereitungen an weiterer Diagnostik getroffen werden müssen. So braucht man CT zum Beispiel oder Sonographie und das voraussichtliche Eintreffen. Ja, dass die Kommunikation nicht immer ganz so schlecht ist, wie auf dem Cartoon zu sehen. Das haben mir einige Fälle, davon möchte ich nur zwei dann noch kurz besprechen, in meiner Zeit als Notarzt gezeigt. Und zwar war das ein Fall, da sind wir aufgrund einer tachykalen Rhythmusstörung bei einer jungen Frau angefordert worden von einem praktischen Arzt. Die Patientin ist zu ihm in die Ordination gekommen und klagt über Schwindel und Atemnot bei geringster Anstrengung. Ja, jedenfalls sind wir dann einmal hingekommen. Es war eine völlig überfüllte Arztpraxis, war ziemlich heiß im Hochsommer. Patientin war liegend auf der Untersuchungsliege und es ist ihr offensichtlich schon recht gut gegangen. Sie hat einen liegenden Venflon gehabt, Elomel-Isoton ist dahin getröpfelt und der Hausarzt haltet mir dann das EKG entgegen, langer Streifen, wo man eine tachykale Rhythmusstörung gesehen hat, also eine Schmalkomplex-Tachykardie mit Herzfrequenz um die 220. Und er hat dann Adenosin 6 Milligramm verabreicht, woraufhin es sofort regularisiert hat. Und wie wir dort waren, hat sie eine Herzfrequenz von 80 gehabt. Das ist ja recht gut gegangen. Wir mussten dann nur noch ummonitieren und haben sie dann stabil ins LKH Deutsch-Landsberg bringen können. Also das war auf jeden Fall sehr gut, das ist sehr gut gelaufen, muss man sagen. Dann als zweites und letztes Beispiel möchte ich noch von einer Patientin berichten, die hatte einen zerebralen Krampfanfall, das war in St. Anna, also in Deutsch-Landsberg relativ häufig, lange Anfahrtszeit, circa eine halbe Stunde muss man da rechnen, bis man dort ist. Und dort kam dann der ortsansässige Hausarzt hin und er hat die Patientin einmal primär im RTW versorgt, wie wir gekommen sind. Nach ca. 25 Minuten war sie noch immer im Status, keine Reaktion, Durchbrechen des Krampfanfalls auf Midazolam. Und er hat gerade den Blutzucker messen wollen und drückt mir dann mehr oder weniger das Zuckermessgerät in die Hand und sagt, ja, soll ich jetzt machen. Und wir haben dann einen Blutzucker von 40 festgestellt. Er hat währenddessen gesagt, ja, sie ist bekannte insulinpflichtige Diabetikerin, hat aber keine Epilepsie bekannt. Und wir haben dann 33-prozentige Glukose angehängt, der Krampfanfall sofort zistiert und sie war nach kurzer postiktaler Phase
dann grob neurologisch mehr oder weniger unauffällig und wir haben sie ebenfalls nach Deutschlandsberg gebracht. Ja, also das sind beides Beispiele, wie es eigentlich relativ gut funktioniert und wie es gut gegangen ist und wie die Interaktion zwischen Hausarzt und Notarzt sehr, sehr gut funktioniert hat. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber die möchte ich jetzt eigentlich nicht bringen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe dann an den Oberarzt Bössner weiter.